Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Den Gast, den brauche ich euch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Chris ist am Start. Was geht, Bruder? Was geht, Bruder? Servus, Leute. Chris ist am Start. Ich freue mich drauf. Wochenlange Abstinenz hat aber seine Gründe gehabt. Also wartet ab, der Adventskalender steht vor der Tür. Dicke, geile Projekte. Dennis, was gibt's heute hier bei dir? Genau, Leute. Zum Dezember kommen wir später. Jetzt erstmal zum heutigen Video. Zwei Saisons gehen wir rein in der EFL Championship. 2016 noch Meister gewesen in der Premier League und jetzt abgestiegen. Also quasi from Hero to Zero. Wir nehmen Leicester City, die wir also über zwei Jahre zurück in die Premier League bringen wollen und mal gucken, was da dann noch so gehen wird. In der Karriere angekommen, wie gesagt, Leute, Freitag, der 1. Dezember, es wird wild, Leute, das Comeback vom Sprint to Glory Adventskalender und wir starten auch direkt mit dem Showdown rein. 5 wird es insgesamt über den ganzen Dezember bis zum 24. verteilt geben mit auch diversen Videos, die es so zuvor noch nicht gab in Form von Saisons. Das werdet ihr dann sehen, Leute. Vergesst die Liebe nicht. Daumen nach oben, Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne auch mit Vorschlägen und ansonsten, Leute, der erste Link in der Beschreibung. Checkt ihn gerne ab. Da geht es zum Video, welches wir für Chris aufgenommen haben. Auf dem Chris-Kanal. Auf dem Chris-Kanal, auch in der zweiten englischen Liga. Und auch da verfolgen wir das gleiche Ziel. Nur nicht mit Leicester, sondern mit Leeds. Ja, wir wollen den direkten Wiederaufstieg packen und dann schauen, was hoffentlich im Best Case nach dem Aufstieg in der ersten Liga möglich ist. So sieht es aus, Leute. Zu guter Letzt, ich werde es nicht vergessen, das Regelwerk. Ich blende es kurz ein. Die OGs werden es, glaube ich, kennen. Ich habe es, glaube ich, seit original 25 Videos nicht eingeblendet und keiner hat sich beschwert. Aber trotzdem, mich selber stört es. Deswegen, ihr seht das Ganze eingeblendet. Und damit können wir jetzt auch reinstarten, Leute. Die erste Sommertransferphase, 20 Minuten Zeit, 56 Millionen Budget in der zweiten Liga. Let's go! 20 Minuten also Zeit, um diese Mannschaft für die Premier League ready zu machen. Diese Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go, Leute. Und da verplempern wir jetzt also gar keine Zeit. Zuerst habe ich mich natürlich um den eigenen Kader gekümmert. Dementsprechend haben wir hier auch unfassbar viele Namen auf der Transferliste, sowie alle Keeper, sowie auch so gut wie alle Stürmer, die wir gerade im Kader haben, weil das sind zwei Positionen, wo ich unbedingt neue Spieler will. Ansonsten werde ich jetzt von der Liste, die ihr gerade gesehen habt, so viele Spieler wie möglich für so viel Geld wie möglich verkaufen und ihr seht das Ganze dann irgendwann im Laufe der Transferphase oder zum Ende hin zusammengefasst dann. Der Auftakt in der zweiten Liga hier in der EFL Championship steht kurz bevor und wir haben jetzt einige Spieler verkauft. Noch nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, aber schon einige Namen, wie ihr sehen könnt. Ich habe bereits ein paar Leihspieler zurückgeholt und deshalb fehlen mir ein bisschen Millionen im Vergleich zu Dennis. Denn er ist ja mit 56 drin, ich jetzt nur noch mit 53. Ist aber trotzdem natürlich ursprünglich das Gleiche. Das ist unsere Mannschaft zum aktuellen Stand im Hintergrund in Bestbesetzung. Die 20 Minuten laufen in 3, 2, 1, let's go. Und mal gucken, was alles so geht. Es soll schon einiges passieren. Sehr viele Spieler dürfen gerne verkauft werden. Wiederum sollen natürlich im Umkehrschluss auch genauso viele mal mindestens zu uns kommen. Und das hier ist die Verkaufsliste. Ihr seht es im Hintergrund. Sehr, sehr viele auch aus der Startelf. Naja, es soll was passieren, es wird was passieren und der große Umbruch steht jetzt bevor. Der große Ausverkauf fand statt und ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Von angefangen hier bei Ward, über 12,5 Millionen für Soumaré, Wings, ihr seht das alles im Hintergrund, ging auch Jamie Wardy zu Royal Antwerp für 4,55 Millionen. Dann hier auch noch Brett, wir haben dann Westergaard oder Brat, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Wir haben dann hier Patsondaka und auch noch Smithies. Das ist der letzte Abgang, bedeutet von guten 53 zu Beginn auf 147, aber auch zu einigen Baustellen. Wobei, Mavi Didi, auf den will ich setzen, genauso auf Dewsbury Hall und auch auf ein Didi plus Feis. Ja gut, Pereira, aber wir brauchen einen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger, einen Torwart, einen Achter, vielleicht sogar Zehner, Stürmer, rechter Flügel, also einiges zu tun jetzt. Sein erster Neuzugang soll eine neue Nummer 1 werden und da holen wir einen Keeper aus der Premier League, 29 Jahre alt, Jordan Pickford, kommt mit einer 82er Gesamtstärke, 84er Potenzial nach oben, einer, der auf jeden Fall auch im zweiten Jahr noch bestehen könnte. Voraussetzung ist halt, dass der gute Mann das zweite Jahr auch überlebt, indem er die Snipe-Phase überleben wird. Weitere Verstärkung dann auf der Linksverteidigerposition, 23 Jahre alt, 77er Gesamtstärke. Die türkischen Super League-Fans werden ihn kennen. Ferdi Kadıoğlu von Fenerbahçe mit, wie gesagt, 77er Gesamtstärke, 83er Potenzial. Unser neuer Stammlingsverteidiger. Weiter, immer weiter, Leute. Bloß keine Zeit verlieren. Odilon Kosunu ist der nächste Transfer. Faiz und 21 Millionen im Tausch reichen da aus, um Leverkusen zu überzeugen und den Mann aus der Elfenbeinküste, müsste es, glaube ich, sein, hier zu Leicester zu bringen. So langsam aber sicher geht uns das Geld aus, Leute. Der nächste Transfer wird Koke von Atletico, für den wir knappe 25 Millionen bezahlen müssen. Dafür kriegen wir aber auch eine 84er Gesamtstärke, die unsere Mannschaft sowas von verstärkt. Er muss jetzt halt nur noch die Snipe-Phase überleben, aber es gibt einige Spieler mit auslaufendem Vertrag auf seiner Position im ersten Jahr. Das heißt, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Keine Ahnung, wie der Mann es geschafft hat, aber Luka Jovic hat irgendwie einen Einjahresvertrag beim AC Mailand unterschrieben. Wir profitieren jetzt davon und holen den Mann zu Leicester City, wo wir ihn also hoffentlich auch wieder aufbauen können. Erster Big Fish, rechter Flügel, Serge Gnabry, kommt für 45 Millionen.
Ja gut, es ist natürlich schon auch irgendwo ein gewisses Risiko. Wenn er gesniped wird, dann sieht es ganz übel aus. Aber ich hoffe einfach trotzdem mal, dass es reicht. Serge Gnabry auf dem rechten Flügel. Er wird zwangsläufig in eine 5er-Auswahl mit reinkommen. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum herum. Aber Gnabry ist auf jeden Fall der erste Neuzugang. Wir setzen dann im zentralen Mittelfeld komplett auf Routine. Und Koke wechselt von Atletico Madrid also zu uns. 31 Jahre alt, 84er Gesamtrating. Er ist jetzt typischer Sechser. Ich glaube aber, auf die 8 sollten wir normalerweise auch problemlos umtrainieren können. Und das für nur 21 Millionen. Das ist ein Schnapper. Wir profitieren natürlich auch hier. Ja, wobei, nicht auch hier, sondern hier. Das erstmalige davon. Von einem auslaufenden Spielervertrag. Denn Gnabry hatte das zuvor nicht. Darf ich vorstellen, unsere neue Nummer 1. Jan Sommer wechselt für 9,5 Millionen, also von Inter Mailand jetzt zu uns. Ja, die Schweizer Schokolade darf er jetzt natürlich gerne in Leicester verteilen. Also Dennis, an der Stelle geht Grüße raus an dich. Er wird das natürlich hier auch im Schnitt dann sehen. Jan Sommer, ich hoffe, wir dürfen ihn behalten. Das ist unser neuer Keeper. Weiter geht's in Verteidigung und dann wollen wir auch noch einen Stürmer. Der Innenverteidiger kommt ursprünglich aus Spanien, also was die Nationalität angeht. Und auch dort hat er lange gespielt, bei Atletico Madrid. Mario Hermoso ist hier aber mittlerweile zu Lazio Rom gewechselt und ist jetzt unser Neuzugang. Hatte ursprünglich den auslaufenden Spielervertrag, den hat er jetzt nach dem Wechsel logischerweise nicht mehr. Kostet uns hier, ich glaube, 32 Millionen, aber verbessert uns halt schon auch deutlich. Jetzt noch eine Baustelle und das ist die des Stürmers. Wir schauen einfach mal, was wir da für ein Kaliber noch herbeigezaubert bekommen. Hier haben wir dann unseren letzten Neuzugang. Sekou Keita wechselt von RB Salzburg, hat eine 75, super Potenzial, ist schon mal in einem Showdown richtig eingeschlagen bei mir, der dann, glaube ich, nie online kam. Das müsste die Southampton SDG am 2. Dezember in diesem Monat gewesen sein. Für euch also müsste das normalerweise jetzt in ein paar Tagen dann erst noch kommen. Wir sind ja auch hier ordentlich am Vorproduzieren. Keita ist da, die Mannschaft steht, ich kümmere mich um die 5er Auswahlen und dann sehen wir uns auch schon wieder gemeinsam mit Dennis. 1,5 Millionen und Connor Cody reichen aus, um Matisse Tell zu holen. Keine Ahnung, wieso Bayern einen Spieler von Leicester, einem Zweitligisten aus England, haben möchte, aber ich nehme es gerne an. Denn somit können wir jetzt also ein weiteres absolutes Top-Talent mit Matisse Tell ebenfalls zu Leicester bringen. 18 Jahre jung, 73er Gesamtstärke, aber auf dem linken Flügel geplant. Und unsere letzten Pfennige investiere ich dann also in Alberto Moleiro, ein weiteres Top-Talent, 19 Jahre jung, 75er Gesamtstärke als LM. Ich plane ihn aber als ZOM in der Startelf und damit sollte er dann auch nochmal in der Gesamtstärke steigen, womit unsere Transferphase jetzt also knapp eine Minute vorm Ende abgeschlossen ist. Damit, Leute, steht unsere Mannschaft nun also. Gerade die Offensive ist nicht so der absolute Überburner, muss ich sagen, mit dem Vater, wo der hier geliehen ist, Jovic und Tell. Ich hoffe aber, gerade Tell und der andere Kollege hier entwickeln sich gut. Wir haben Moleiro und Koke, zwei Spanier Mittelfeld dazu bekommen und da nehmen wir in der Viererkette Cadiolo, Kosuno und Pickford also noch im Tor. Ich bin auf alle Fälle sehr zufrieden. Falls Pickford gesniped wird, haben wir auch noch Hermansen in der Hinterhand und ja, mal gucken, wie die Snipe-Phase wird. In die starten wir jetzt rein. So, Leute, zwei Transferphasen, zweimal 20 Minuten. Die allererste obligatorische Frage natürlich, Chris, wie viele Transfers sind es denn bei dir geworden? Ja, ich mache eine ganze Handvoll, also 5 Finger, insgesamt 5 Neuzugänge. Okay, da kann ich tatsächlich 2 mehr anbieten, denn es sind, wenn ich mich nicht verzähle, 7 bei mir. Okay, das ist natürlich richtig krass. Wird vielleicht dann auch gewisse Unterschiede geben, was die 5er-Auswahl dann betrifft. Ja, ich bin gespannt. Du als Gast darfst natürlich gerne reinstarten mit deiner ersten 5er-Auswahl. Okay, ich habe extrem Schiss, aber wir starten trotzdem rein. Und ich gehe erst später auf den Torhüter. Oh, gehen wir einfach mal ins zentrale Mittelfeld. Okay. Viele Kandidaten dabei, die einen auslaufenden Spielervertrag haben, sind vielleicht sogar alle. Mhm. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es gibt einmal zur Auswahl Jorginho, es geht weiter mit Koke, wir haben Luka Modric, wir haben Adrien Rabiot und wir haben Thiago. Hat Thiago einen auslaufenden Vertrag? Ja, ich glaube. Also damit hast du mich jetzt gekriegt, Digga. Ich gehe auf Thiago. Nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß es, weil ich habe gerade eben unter anderem in der Auswahl ihn als letztes jetzt dann hier für die Fünfer, die überhaupt in Frage gekommen sind, natürlich mit draufgepackt. Ich weiß nicht, ob du dich damit vielleicht ein bisschen verraten hast, deswegen gehe ich vielleicht doch jetzt nicht mehr auf Thiago. Nee, also tatsächlich, also das war jetzt wirklich offiziell so gemeint, wo ich gesucht habe nach einem Neuzugang, dass ich ihn mit auf die Liste gepackt habe. Okay, ich glaube dir einfach mal und gehe also deswegen ich möchte Jorginho nicht beeinflussen. Nee, aber ich würde schon eher Jorginho nehmen, weil Thiago, glaube ich, auch noch mal ein Jahr älter ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ist richtig, ja. Ja, deswegen würde ich Jorginho halt wahrscheinlich ernehmen. Okay, nee, es ist Koke geworden tatsächlich. Ah, okay. Und ich glaube jetzt, also nee, das war jetzt nicht bewusst verplappert oder so, sondern es war tatsächlich so gemeint, dass ich halt die auf die Liste gepackt habe. Aber okay, ich darf mein Koke behalten, das ist ja das Wichtigste. Erster Step ist getan. Bei dir geht's jetzt auch los mit der ersten 5er-Auswahl. Ja, ich mach's direkt spannend, denn wir kommen direkt zur Keeper-Auswahl. Und wir haben schon mal hier keine Manuel Neuers, und aber auch keine Talente. Also es ist eine Auswahl bestehend aus Rating 82 bis 84 und ja, alle so um den Schnitt um fast 30, knapp über 30, so um den Dreh. Also kommen wir jetzt mal zu den Namen. Wir haben einmal Breeze Samba von Lost. Wir haben Livakovic von Fenerbahce mittlerweile. Dann haben wir Kollege Pickford von Everton und die anderen zwei sind auch noch aus der Premier League mit Neu Vlachodimos bei Nottingham und Nick Pope kennen wir alle von Newcastle.
Okay, Nick Pope würde ich irgendwie ausschließen, den schätze ich als zu teuer ein. Pickford eigentlich ganz stabil, Flachodimos weiß ich nicht. Also Samba heißt der doch, glaube ich. Ja, genau, von Erzelon. Richtig geiler Keeper. Ich habe den jetzt aber auch erst so wirklich durch die Champions League-Spiele dann auf dem Schirm gehabt. Finde den in der Realität echt stark, finde auch seinen Werdegang ganz cool und von daher würde ich doch den einfach mal einloggen. Stimmt, Digga, Lors ist ja letztes Jahr Vizemeister geworden, ne? Eigentlich, ja, richtig. Glaube ich, nur unter Paris. Mittlerweile dieses Jahr leider ein bisschen am Verkacken. Stimmt. Ja, mal gucken, was passiert. Ich kann aber auflösen, ich habe Pickford verpflichtet. Und ich muss sagen, ich finde überraschend, dass du meinst, Pope ist der teuerste. Er ist tatsächlich der zweitbilligste sogar. Wirklich? Für 26 Millionen. Also die erste Summe ist auf jeden Fall die zweite niedrigste, die da angezeigt wird. Weil er halt auch der älteste ist. Er ist 31, beste Gesamtstärke, aber halt auch das höchste Alter. Ja, okay, gut, stark. Ich bin tatsächlich so ein bisschen durch das Rating, habe ich mich wahrscheinlich dahin verleiten lassen, dass ich gesagt habe, er wäre der teuerste. Gut, 31 ist jetzt noch nicht das Mega-Alter. Aber gut, ja, dann habe ich mich da so ein bisschen verkalkuliert. Aber gut, natürlich für dich, wobei ich wäre, glaube ich, trotzdem nicht mit ihm gegangen, unabhängig davon, ob ich jetzt gewusst hätte, dass er der zweitbilligste wäre. Okay, naja, check. Gut. Komm, dann mache ich doch jetzt auch meinen Torhüter. Warte ich nicht bis zum Ende, sondern mache jetzt meinen Torhüter hier. Es ist eine etwas andere Auswahl, gibt nämlich auch zwei Spieler, die unter einem 80er-Rating sind, darunter aber auch dann logischerweise ein Potenzial da ist. Fange ich doch einfach mal damit an. Wir haben Alban Lafont, der sogar einen auslaufenden Spielervertrag hat. Mhm. Und dann haben wir Marco Carnesecchi. Hatte ich nie wirklich auf dem Schirm. Carnesecchi, mein Freund. Ja, oder Carnesecchi, okay, alles klar. Der ist auf jeden Fall geisteskrank. Ich hatte den mal in der STG hoch auf eine 90 oder so, binnen zwei, drei Saisons. Wir haben auslaufenden Vertrag Kuhn Castells, wir haben dann noch auslaufenden Vertrag Alex Meret und wir haben zu guter Letzt natürlich wieder mal die Schweizer Schokolade, der LKW voll vom Schweizer Jan Sommer. Das Ding ist halt, guck mal, ich würde Lafont ausschließen auf Basis von zu wenig Rating. Sommer auf Basis von, ich weiß nicht, ob du den 2 Jahre halten könntest. Der hat auch wirklich nur eine 84. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich auch ausschließen und auf einen der 3 gehen. Ist jetzt halt die Frage, ob Meret, ob Kollege Carnesecchi oder, wer war nochmal der mit auslaufendem Vertrag noch? Kuhn Castells. Ja, genau, Kuhn Castells. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Wahrscheinlich halt Carnesecchi hat das höchste Potenzial. Die anderen beiden lohnen sich finanziell mehr. Ich mach's nicht lange, ich gehe mit. Boah, wir haben viel über Carnesecchi geredet. Ich glaube, das ist ein Bait, Bruder. Du hast Meret geholt. Okay, alles klar. Dann, ich konnte schon recht früh durchschnaufen, denn es ist Jan Sommer tatsächlich bei mir geworden. Was? Junge, Jan Sommer, Digga. Ich hoffe einfach, dass er sich nicht verschlechtert oder dass er maximal nur eins runtergeht über 2 Saisons. Dann mit einer 83 wäre das ja auf jeden Fall so recht solide. Gut, zweiter Schritt bei mir getan. Jetzt geht's bei dir weiter. Ach, die Rentnerkeeper bei dir, Alter. Die werde ich nie los, ne? Die werden mich bis an mein Lebensende, solange ich mit den Videos mache, verfolgen, wa? Das kann sein, ja. Das kann wirklich gut sein. Dann in 10 Jahren haben wir dann Donnarumma, der 35 ist und jedes Jahr verpflichtet wird. Ja, stimmt. Oder so den U17-Keeper dann so in 15 Jahren sagen auf wir jeden so, Fall, ja, Digga. Das ist der da haben wir dann Dennis Simon von Stuttgart am Start. Der wird dann der neue Standardtransfer. Nee, aber auf jeden Fall. Ich komme zu meiner zweiten Position. Es geht um einen neuen Innenverteidiger. Und auch hier allesamt Rating 77 bis 78. Wir haben auf dem Zettel einmal Kusuno von Leverkusen, dann haben wir Kalulu von Mailand, wir haben Lukeba von Leipzig, wir haben Buongiorno von Turin und Mark G. Guehi oder wie auch immer der Kollege ausgesprochen wird von Crystal Palace. Guehi habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er sich nicht so krass verbessert. Der Buongiorno, der ist schon ein bisschen älter, gell, aber auch super Potenzial. Ja, ist der nicht so ein 4 Potenzial. Oder 25 oder so? Genau. Den habe ich irgendwie noch nie gekauft. Der ist so unscheinbar. Ja. Ich gehe mit dem. Komm, buongiorno. Wir gehen aber hier mit dem Italiener von FC Torino, ist es, ne? Ciao, Alessandro, buongiorno. Denn ich habe ihn nicht verpflichtet. Okay. Was soll ich sagen? Also ich habe ihn auch hauptsächlich auf Basis seines Nachnamens, was ja, glaube ich, irgendwie so Hallo oder Guten Morgen oder so auf Italienisch heißt. Ja, ich glaube, ja. Ja, deswegen habe ich ihn mit auf die Liste genommen. Ich habe mich aber für Kusuno entschieden. Einer, der, glaube ich, auch schon öfters mal auf Listen war, aber letztendlich nie verpflichtet wurde. Und heute ist der Tag, wo er verpflichtet wird. Okay, und er darf auf jeden Fall bleiben. Bisher noch keine Snipes, gell, bei dir in dem Showdown? Richtig, jetzt genau. Okay, ich hoffe, es bleibt auch so. Und es wäre jetzt schon ein sehr, sehr heftiger Rückschlag. Wir kommen zu meinem, ja, wohl am schmerzhaftesten, dann auswirkungstechnisch. Aber ist ganz egal. Es geht auf jeden Fall um einen rechten Flügel. Ja, es gibt aber auch viele, die auf der anderen Seite ursprünglich spielen. Wir haben einmal Federico Chiesa, wir haben dann Raheem Sterling, wir haben Serge Gnabry, wir haben Yannick Carrasco oder ebenfalls wie Gnabry auch von den Bayern Kingsley Coman. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich gehe einfach, weil ich ihn mag, auf Gnabry. Ja, und das war mein Problem. Und er ist es geworden. Das ist Serge Gnabry. Deshalb habe ich Coman mit draufgenommen, weil ich dachte, es wird wahrscheinlich schon einer von den Bayern-Jungs. Aber gut, es ist Gnabry geworden. Heißt, dann muss hier, ich glaube, der ausgeliehene Cavusi oder wie der da heißt von Sporting,
ja, der muss dann ran. Heißt unterm Strich, gut, ich habe jetzt hier dann eine Lücke, aber ja gut, ist schon bitter. Es sind 12 Ratingpunkte Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Vor allem Gnabry geht auch noch 2 Gesamtstärken hoch als rechter Flügel, ne? Plus 1, ja, plus er ist auf eine 85 bei mir hoch, aber gut. Naja, dann werde ich den Serge loswerden. Gut, immerhin ein Vorteil hat's. Ich muss mich im Winter nicht um eine weitere Vertragsverlängerung kümmern, weil er nur um ein Jahr unterschrieben hat. Aber gut, ganz kurz vielleicht noch bei mir zur Auflösung. Neben Gnabry, Koke und Sommer ist es noch Mario Hermoso geworden für die Innenverteidigerposition und noch Sekou Keita von Salzburg, 10 Millionen, 75er Rating als Stürmer. Okay, check. Das ist auf jeden Fall alles andere als verkehrt. Dann komme ich nochmal zu meiner allerletzten Position. Es geht um einen neuen Sechser und die Auswahl ist relativ ähnlich wie bei dir. Denn wir beginnen das ganze Ding mit Koke. Dann haben wir Jorginho und Partey von Arsenal, also auch alle mit auslaufendem Vertrag natürlich. Wir haben Fofana von Monaco und zu guter Letzt Guido Rodriguez von Real Betis. Okay, der sagt mir jetzt so bewusst nichts. 28, 83er Gesamtstärke. Oh, stark. Irgendwie hat man aber so die Spanier so typisch nie auf dem Schirm. Nee, aber so gerade Mittelfeldspieler produzieren die immer noch bis heute en masse. Ja, aber ich glaube irgendwie, das ist so bewusst in die Ecke gelenkt, irgendwie so unscheinbar technisch, dass ich dann da mit dem gehe. Jorginho, Partey, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Würde ich jetzt mal sagen, bei 7 Neuzugängen insgesamt von dir. Ich tendiere zwischen Jorginho und Koke. Und weil ich Koke habe, hast du Jorginho. Sage ich jetzt einfach mal. Nee, Bruder, ich habe auch Koke. Oh, nein! Oh, Digga, ich habe gerade so gezittert, Junge. Das war wirklich knapp. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Nee, Guido Rodriguez habe ich eigentlich auf der Liste, weil er wahrscheinlich, wenn man alles zusammennimmt, das beste Paket hat. Er ist der somit jüngste, also 28 ist der zweitjüngste. 83, Potenzial nach oben ist wahrscheinlich vorhanden. Du hast nicht so diese Filme wie bei Koke oder Jorginho. Er ist halt nicht so teuer wie Partey. Ja, deswegen habe ich ihn auf dem Zettel gehabt, so als, Vergleich zu Koke, kann man sagen. Aber ja, ich habe im Endeffekt halt auch Koke verpflichtet. Da sieht man mal wieder, wir beide denken sehr ähnlich. Daneben habe ich noch verpflichtet Pickford, Kosuno, Koke hatten wir ja jetzt. Und daneben habe ich noch Kadiolu von Fenerbahce als Linksverteidiger. Ich habe Jovic als neuen Stürmer, Moleiro als Zehner fürs Mittelfeld und Matisse Tell für den Flügel. Da holst du dir Gnabry und ich hole den, den Bankspieler von Bayern für den Flügel, so mäßig. Matisse Tell. Zumindest noch Bankspieler. Wer weiß, ja. Vielleicht ja irgendwann mal ein Kandidat für die Startelf. Tatsächlich Jovic bei mir auch ursprünglich war auf der Liste gewesen. Okay. Zum Zeitpunkt aber des Transfers hatte er leider keinen auslaufenden Spielervertrag mehr und war dann zu teuer unterm Strich. Naja gut, aber ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Können wir durch ans Ende? Ja, wir können auf jeden Fall ans Ende. Ich habe gar kein Geld mehr. Zum Glück sind wir hier Cheat Engine PC am Start. Das heißt, Spieler auflösen geht kostenlos. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht noch extra Geld für zahlen. Trotzdem, wir haben beide kein Geld. Heißt, auf zum Ende der Saison, zum Juni 24. So Leute, wir sind angekommen. Das Ende der ersten Saison, aber natürlich erst bei der Hälfte des Videos. Wir schauen also rein und die Frage ist jetzt natürlich als allererstes, haben wir es beide geschafft, mit Leicester City wieder zurück aufzusteigen nach dem direkten Abstieg, auch wieder direkt aufzusteigen. Chris, ja oder nein? Ja, und tatsächlich ohne eine einzige Niederlage. Boah, krass, eine Invincible so bei 46 Spielen. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich habe 15 Mal unentschieden gespielt. Ja, okay. Aber trotzdem 31 Siege, 108 Punkte, bin auf Platz 1. Okay, krass. Ich habe erstmal 20 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Ich bin auch Erster. Ich habe zwar leider keine Niederlage, dafür aber nur 2 an der Zahl, 10 unentschieden und sogar 112 Punkte. Sehr, sehr stark. Bedeutet, für beide gibt es 23 Punkte, natürlich bezogen auf die Tabelle, plus 3 obendrauf, also 26 für die Meisterschaft. Genau. Sind also souverän hoch. Wer ist bei dir der zweite Aufsteiger, der schon fix ist? Southampton. Okay, bei mir ist es Leeds. Southampton nur auf Platz 5. Leeds hat auch 103 Punkte bei mir geholt. Krass. Okay, auch stark. Richtig stark. Gut, schauen wir auf den FA Cup. Wie sieht's da bei dir aus? Da steigen wir ein in Runde 3, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, ich bin auch direkt geflogen gegen Brighton. Okay, das heißt für dich keine Punkte. Genau. Ja, für mich gibt's 4. Halbfinale. Ich habe dann gegen Everton erst verloren. Also davor habe ich unter anderem gewonnen gegen Rotherham. Dann habe ich gewonnen gegen Huddersfield. Dann habe ich gewonnen gegen Manchester United. Nach einem 5-5 im Elfmeterschießen. Okay, und dann gegen Newcastle. Und dann war halt leider Endstation. Aber gut, trotzdem 4 Punkte nimmt man gerne mit. Belassener Content. Egal, Leute. Sei es drum, nächstes Jahr werden auch noch ordentlich Punkte geholt, hoffentlich. Carabao Cup hat bei mir Leicester nicht gewonnen. Natürlich, ich sehe City und denke natürlich an Leicester. Nee, Manchester City hat das Ding gewonnen. Und ich glaube, es ging auch mal wieder nicht wirklich weit für uns. Wo starten wir überhaupt? Runde 1 wahrscheinlich. Runde 2, ja? Runde 2, glaube ich, oder? Runde 2, nee, Runde 1. Und da bin ich auch wieder direkt geflogen. Ach, Mann! Okay, dann heißt 2 Punkte für mich. Ich habe da noch Rotherham geschlagen und dann MK Dons oder wie auch immer man die ausspricht. Bedeutet 2 Punkte hier auch noch für den Carabao Cup. Forest Green Rovers, Alter, die dummen Grünen, Junge, die haben mich aber geschlagen, Alter, im Elfmeterschieß mit 4-2, Junge. Ricarda Lang war im Tor, kannst du nichts machen, Alter, die blockiert halt das ganze Ding, Junge.
Da war Wut im Bauch bei dem Spruch. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Trainer des Monatspreise. Ist da bei dir was? Schau mal rein. Ich hoffe, da hat wenigstens... Ja, Bruder, perfekt. Einen. Okay, da habe ich zwei. Perfekt. Gut, aber wahrscheinlich dann die Monate, wo ich in den Pokalen dann auch ganz gut dastand. Jetzt schauen wir doch auf die Statistik. Jan Sommer ist bei mir mit 11-0. Da gehe ich Pickford 15. Okay, ist sehr, sehr stark. Punkt an dich. Vorlagen, Koke 15. Boah, stark, habe ich nur 10. Von Cardiolo. Ja, aber auch stark, für Linksverteidiger. Ja, ja, safe. Stark. Für Linksverteidiger nicht verkehrt. Und Tore habe ich dann Kollege Jovic mit 25. Ich habe als zweitbesten Keuter mit 27 schon. Ah, oh, Bruder, muss Mami los! Mami Didi hat 28. Perfekt, Alter. Fuck. Heißt also, lass mich ganz kurz zusammenrechnen. Müssten insgesamt auf deiner Seite 28 Punkte sein. Bei mir sind es 30, 32, 34, 36. Wie viel habe ich nochmal? 28. Also 8 Punkte Differenz. Ja, wie sieht's aus? Gehen wir ins zweite. Ich bin bereit, bisschen gebrochen, weil diese 8 Punkte sehr doll wehtun, aber ich bin gewillt, sie in der Premier League aufzuholen. Auf geht's, ab geht's. Zweite Saison, zweite Sommertransferphase und auch ein zweites Mal 20 Minuten. Die starten in 3, 2, 1, let's go. Und es soll ehrlich gesagt gar nicht so viel passieren. Mavi Didi, unfassbar stark, der wird bleiben. Genauso auch Christiansen, brutale Entwicklung hingenommen. Hermoso bleibt, Faes, gut, da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht einen Didi nach hinten umtrainiert, man einen neuen Sechser holt, dann hätte man Dewsbury Hall hier mit einer 80 und auch Koke 85, Pereira 80 auch solide, Sommer auch gut, also wahrscheinlich ein neuer Sechser und oder neuen Innenverteidiger plus vielleicht einen neuen Stürmer und auf jeden Fall einen neuen Flügel. Das sind die Pläne für Transfersommer 2.0. Wir haben dafür insgesamt, ich glaube, ein bisschen mehr Geld als Dennis oder ein bisschen weniger, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat auch er dreistellig, ich 106 Millionen, bei ihm seht ihr es natürlich auch. Wir setzen uns ran, ganz so viele Verkäufe wird es nicht geben, denn den meisten Ausverkauf hatten wir bereits im ersten Jahr, aber trotzdem, vereinzelt wird es Neuzugänge geben. Ich setze mich ran und schauen wir mal, was wird. André Frontzambo Anguissa. Ich hoffe so, irgendwie spricht man den aus oder betont man ihn. Auf jeden Fall ist er 28 Jahre, hat eine 84 an Gesamtrating, hat einen auslaufenden Spielervertrag und wechselt vom Champions-League-Teilnehmer Napoli jetzt zum Aufsteiger zurück in die Premier League, in dem Fall zu Leicester. Kostet uns gerade mal knapp, ich glaube sogar genau, glatt 30 Millionen. Und das ist natürlich eine absolute Verstärkung. Ein Didi als IV geplant. Faes behalten wir vielleicht trotzdem, einfach nur um abgesichert zu sein. Ein Didi, Positionswechsel fordern wir an, führen ihn aber erst durch, wenn wir ihn dann auch wirklich als Innenverteidiger brauchen und ihn nicht wieder als Ersatz für Zambo Anguissa, falls der halt eben weggesniped werden würde. Okay, Leute, 8 Punkte Abstand, obwohl wir in der Liga besser waren. Das schmerzt so ein bisschen, aber trotzdem, Leute, wir gehen einfach rein. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. In der Premier League wieder zurück und das mit einem Budget von 110 Millionen. Und damit gehen wir jetzt rein. Wir müssen die Mannschaft unbedingt verbessern. 2 neue Flügelspieler, 1 neuer Mittelfeldspieler, das wären erstmal die Baustellen und ansonsten alles darüber ist einfach ein Bonus. Uff, Leute, ob das so schlau war, ich weiß es nicht. Unser erster Neuzugang für Saison Nummer 2 ist Heung-min Son, ein Premier League interner Transfer. Es gäbe auch Sané oder Chiesa, das sind so Spieler, bei denen ich dann bei der Snipe-Phase hoffe, dass Chris eher auf die gehen wird. EGTV ist die Art von Mensch, welche gerade noch meinte, er würde Chiesa nicht verpflichten, um dann im nächsten Moment Chiesa zu verpflichten. Wir haben noch 7 Millionen Budget übrig, ich wollte unbedingt noch einen neuen Flügelspieler haben. Wir tauschen Tell ein, wir zahlen Geld obendrauf. Und ich muss einfach ins Risiko gehen, Leute, weil mit irgendwelchen Tails, mit so 77, 78er Gesamtstärke, die ich jetzt auch holen könnte, halt ein bisschen bessere Talente, mit denen kommen wir nicht weiter. Also nicht so weit, wie wir es müssen zumindest. Kein typischer Stürmer, aber einer, der definitiv vorne spielen kann, wenn auch als Mittelstürmer. Sehr flexibel einsetzbar, gerne auch auf dem Flügel. Memphis Depay, 30 Jahre alt, auslaufender Vertrag, 83er Gesamtrating und im Vergleich zu Sekou Keita um 5 Ratingpunkte besser. Jetzt könnte Keita natürlich zum einen positiv unser Backup sein, sollte man Depay vielleicht wieder abgeben müssen, aber zugleich auch vielleicht zu große Konkurrenz für Memphis Depay, denn wir wollen ja schon auch, dass im besten Fall unser Stürmer später der beste Top-Torjäger wird, aber das Risiko gehen wir jetzt eben ein, vielleicht fehlt uns hinten raus in der Statistik dann der Punkt gegenüber Dennis, aber Depay bleibt und darf hoffentlich auch bleiben und ist unser zweiter Neuzugang. Jetzt geht's doch ab auf Flügelspielersuche. Alle guten Dinge sind drei, Fatawu hat uns verlassen, dafür kommt jetzt hier Zaccagni, das Ganze also von Lazio Rom und wir werden wieder mal auf jeden Fall fündig in der Serie A. Er ist zwar schon 29, hat aber trotzdem eine 82. Ey, den hatte ich gar nicht so stark auf dem Schirm. In der Realität feiere ich den extrem. Dass er aber schon so alt ist, wusste ich nicht. 29, trotzdem sehr, sehr gutes Fußballeralter. 82er Rating, 25 Millionen Ablöse. Wir haben noch immer gute 10 Millionen auf dem Konto. Es wird damit nichts mehr passieren. Zaccagni ist also da und hat damit offiziell die letzte Baustelle in unserer Startelf behoben. Alle guten Dinge sind drei. Es wird nichts mehr passieren. Und Dennis bekommt von mir die Nachricht, dass wir uns gerne gleich wieder sehen. Oder ihr vorher nochmal Dennis. Je nachdem, ob bei ihm noch Handlungsbedarf ist. Mattia Zaccagni, 25 Millionen. Der Satz nicht für Moleiro, sondern für Wings, den wir ebenfalls verkauft haben. Das wird Khéphren Thuram, den wir also für, was sind es, 25 Millionen knapp von Nizza
loseisen. Weiter, Leute. Wir müssen die Mannschaft noch auf diversen Positionen verbessern. Kobe Miners wird dann das andere fehlende Puzzleteil fürs Mittelfeld. Bestehend jetzt also mit Koke, Kobe Miners und... Oh, wen hatten wir gerade nochmal verpflichtet? Ich hab's schon wieder vergessen, Leute. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis gerade. Ah ja, ich erinnere mich wieder. Khéphren Thuram, Kobe Miners zusammen mit Koke. Jetzt also das neue Dreier-Mittelfeld. Von 90 Millionen gehen wir knapp 60 aus, um jetzt also Paulo Dybala hier zu Leicester City zu bringen. Und er bildet jetzt also hoffentlich mit Son und Chiesa den neuen Dreier-Angriff. Das hört sich zumindest schon mal gar nicht mal so schlecht an. Womit wir jetzt also auch noch genug Geld haben, um einen weiteren Innenverteidiger oder einen neuen Innenverteidiger zu holen. Wir tauschen in Didi ein, 10 Millionen oben drauf und dafür kommt Getruida von Feyenoord. Der G, so wie ich ihn getauft habe, nomineller Rechtsverteidiger. Ich plane ihn aber natürlich für die Innenverteidigung. Und zu guter Letzt reicht das Geld dann sogar auch noch aus, um Sascha, wie auch immer der Kollege ausgesprochen wird, Buehi von Galatasaray zu verpflichten. Französischer Rechtsverteidiger, jetzt schon in 82. Wir tauschen Pereira ein, zahlen irgendwie 10 Millionen oben drauf und ja, haben damit unsere Transferphase abgeschlossen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Auf allen Positionen etwas gemacht. Also wirklich auf allen, wo wirklich was geplant war. Auch die Boni, alles hat mitgenommen. Ihr seht mal wieder, der Karrieremodus mies abspacken hier mit toller Preis. B beginnt sofort. Wilfried Ndidi, Transfersumme und Co. Aber sei es so, Leute, ich stelle euch trotzdem gleich die Mannschaft vor. Im Endeffekt soll das Ganze also wie folgt aussehen. Wir haben Pickford im Tor, Getruida neu in der Innenverteidigung, genauso wie Bui hier als Rechtsverteidiger, finde ich auch cool. Einen von Fenerbahce, einen von Gala hier als Außenverteidiger. Koke, neu im Mittelfeld, zwei Partner, Kobe Miners und Thuram. Und vorne der Angriff auch komplett neu, Dybala, Chiesa und Heung-min Son. Ich bin gespannt, was Christo getan hat. Er ist auch deutlich früher fertig geworden als ich. Ich glaube, ich habe hier deutlich mehr betrieben, an Schrauben gedreht und so weiter und so weiter. Dann gehen wir jetzt also rein ins zweite Snipe. Die zweite Sommertransferphase in der Premier League angekommen jetzt also auch, ist abgeschlossen. Und die erste Frage natürlich wie immer, wie viele Transfers sind es bei dir geworden, Chris? Ich mache 3. Alle guten Dinge sind 3. 3 Neuzugänge punktuell verbessert. Gut, ich mache alle guten Dinge sind 7. Was? Mal wieder. Schon wieder? Ja, schon wieder. Hast du jetzt in 2 Saisons 14 Transfers getätigt? Ich habe in 2 Saisons 14 Transfers getätigt und trotzdem wird es nichts bringen gegen dich. Ja, mal abwarten. 8 Punkte Vorsprung, es kann ja schon noch immer alles passieren. Auf jeden Fall. Aber krass, okay, dann bist du aber diesmal dran mit der ersten 5er Auswahl, ne? Genau richtig, so sieht's aus. Das heißt also, wir kommen zur ersten Flügelposition. Also sind 2 Flügelpositionen dabei, das kann ich jetzt schon mal verraten. Okay. Wir haben auf dem Zettel einmal einen Mohamed Salah mit einem auslaufenden Vertrag. Diesen auslaufenden Vertrag hat aber auch Federico Chiesa und ohne auslaufenden Vertrag rumlaufen tun Takefusa Kubo, Jadon Sancho und Sadio Mané. Ey, ich bin fast vom Glauben abgekommen. Jetzt, wo mit Salah begonnen, dachte ich, ey, was passiert hier? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was verkauft. Jovic, ja, das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Salah, würde ich aber trotzdem sagen, ist zu teuer, vor allem auch für 7 Neuzugänge. Chiesa, auslaufender Vertrag, könnte man vielleicht für so 35 bis 42 Millionen bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Rahmen. Und deshalb würde ich doch einfach mal mit Federico Chiesa gehen. Ich glaube, ich werde richtig auf die Fresse bekommen jetzt in dieser Snipe-Phase. Es wird sich alles richtig, richtig wieder beißen im Hintern. Ja, weil Chiesa schon mal der Erste ist, der jetzt hier den Verein verlassen darf. Macht also McAteer den rechten Flügel. Das ist qualitativ quasi fast ein Level. Ja, so ungefähr. Oh, okay. Ja, dann geht's bei mir doch auch im besten Fall einfach mal kurz auf den Flügel weiter. Zur Auswahl gibt's hier auch Federico Chiesa. Es gibt Serge Gnabry, den habe ich ja im ersten Jahr verpflichtet, musste ich abstoßen, ist mittlerweile dann hier bei Liverpool gewesen oder ist vielleicht auch noch dort. Wir haben Joel Linton, wir haben Fatawu, der war ja ausgeliehen und ist dann ja weggebrochen. Vielleicht habe ich den ja wieder zurückgeholt. Und noch zu guter Letzt Mattia Zaccagni. Auch er hat wie Chiesa einen auslaufenden Spielervertrag. Ich bin irgendwie so ein bisschen zwischen Fatawu und Chiesa und Fatawu fände ich gar nicht so schlimm, deswegen würde ich auch auf Chiesa gehen. Okay, ich habe einen Italiener verpflichtet, allerdings ist es Mattia Zaccagni, ja, der ist von der Lazialia also zu mir gewechselt, heißt, ich darf meinen Flügelspieler auf jeden Fall behalten. Von der Lazialia, Alter, sorry, Parmigiano Italiano. Nee, Spaß, kleiner Spaß. Ja, gut, ich komme zu meiner zweiten Flügelposition und ja, auch hier haben wir absolute Top-Namen dabei. Ja, ich würde mal behaupten, Neymar, Sané, Son, Adeyemi und Pino können sich allesamt sehen lassen. Ey, was? Ey, oh mein Gott, also hier ist jetzt ja wirklich einfach so 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich einen treffe, weil, keine Ahnung. Also Neymar, Son und Sané haben einen auslaufenden Vertrag. Das steht fest. Sané startet ja auch mittlerweile jetzt schon mit einer 86. Mhm, stimmt, ey, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, der hat, glaube ich, plus 2 Upgrade oder so bekommen. Verdient. Zu Recht auch, ja, verdient. Genau, bin ich ganz bei dir. Ich gehe mit dem Besten, was zum Schluss kommt, Jeremy Pinho.
Okay, ich war relativ schnell beruhigt, denn ich habe Jungmin Son verpflichtet. Ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen selber das Gefühl, dass ich die Auswahl nicht so gut gemacht habe, weil hier die Auswahl war richtig gut. Auf Basis von Neymar, Sané und Son, die nehmen sich nicht viel. Klar, der eine ist älter, der andere mehr Gesamtstärke. Sané ist der Jüngste, vielleicht das meiste Potenzial. Aber so vom Wert allesamt relativ ähnlich. So, und auch Adeyemi, Pino nehmen sich nicht so viel. Da war die andere Auswahl, glaube ich, einfach nicht so gut. Da versuche ich jetzt auch mal, Leute, ein bisschen mich selber in die Kritik zu nehmen. Heißt, dieser Spieler darf auf jeden Fall bei dir bleiben. Ich gehe bei mir ins zentrale Mittelfeld, also dabei Sechser und oder Achter mit inbegriffen. Darunter auch ein paar mit auslaufendem Spielervertrag. Wir haben einmal Mikel Merino, wir haben dann hier Pierre-Emile Højbjerg und wir haben drei Spieler von Napoli. Wir haben einmal hier André Franck, Zambo, Anguissa, wir haben Stanislav Lobotka und wir haben Piotr Zielinski. Boah, wenn wir nochmal die ersten beiden, ich weiß voll auf die Napoli-Namen fokussiert. Merino und Højbjerg, oder? Merino und Højbjerg. Eigentlich, also ich weiß nicht, von Merino hältst du nie was. Wäre jetzt ganz, ganz schön weird, wenn du den holen würdest. Vielleicht freust du dich jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob das mit Napoli einfach ein Bait ist. Wer war jetzt nochmal die Nummer 2? Højbjerg. Højbjerg, ja. Højbjerg. Højbjerg it in, man. Ist es eingeloggt? Ist eingeloggt. Dann darf ich einer der Napoli-Spieler behalten, es ist nämlich Zambo Anguissa geworden. Oh, okay, wäre ich niemals drauf gekommen. Hatte unter anderem auch einen auslaufenden Spielervertrag, wie eigentlich auch Højbjerg im zweiten Jahr, aber der ist dann bei mir auch schon gewechselt. Ja, gewesen. Auf der Basis habe ich dann Højbjerg auch genommen, also mit auslaufendem Vertrag, krasses Rating. Du hättest vielleicht, wenn er bei Spurs gespielt hätte, die noch geschwächt, aber gut, ist jetzt nicht der Fall. Das heißt also, ich komme zu meiner letzten Auswahl, ne? Richtig, ja, genau. Gut, da wird es auch nochmal interessant, denn ja, ich habe den kompletten Dreierangriff hier in meiner Snipe-Auswahl mit drin. Es geht nochmal um einen neuen Stürmer und da haben wir auch drei Mittelstürmer dabei. Das sind nämlich einmal Ankara Messi von Inter Miami, wir haben Depay von Atletico de Madrid und wir haben Dybala, dein Geliebter, Dybalissimo von der Roma. Dann haben wir noch Enes Ünal von Getafe, auch er mit auslaufendem Vertrag, also hier alle Spieler mit auslaufendem Vertrag und zu guter Letzt haben wir Jonathan David von Lille. Jonathan David würde ich irgendwie ausschließen. Depay auch. Ich weiß nämlich so, was das Gesamtrating angeht, er ist nämlich auch später bei mir in der 5er Auswahl. Okay. Enes Ünal kommt später auch in meiner Auswahl, schon mal vorweg. Und was habe ich jetzt noch? Messi, Lee. Messi und Dybala. Ah, Dybala wäre schon big. Und ich glaube, es ist Dybala. Komm, ich gehe mit Dybala, der kriegt ja auch Positionswechsel, dann plus 1, plus 2. Krasser Spieler und ich würde mit ihm gehen. Ich sag ja, Digga, du machst mich einfach fertig ohne Logik. Das ist immer so richtig bescheuert, Alter. 7 Transfers, 2, die bisher aufgelistet wurden, waren Chiesa und Son. Und natürlich denkst du, dass ich da noch Geld für die Ball hab. Hab ich natürlich auch gehabt, aber ich frag mich, worauf das basiert. Ja, ich weiß auch nicht, das war jetzt so ein Bauchgefühl. Messi irgendwie, ach, nee. Digga, ich hol nie wieder die Ball an im Showdown, Digga. Der wird jedes Mal gesniped, weil du original, ich muss es jetzt zensieren, sein Ah, Mann! Ah, Bruder, der Schwanz von Dybala, Bruder, du weißt einfach original, wie er schmeckt, Junge. Mhm. Ja, ich glaube, der hat wahrscheinlich auch so Ringe drauf. Wahrscheinlich haust du jetzt hier auch noch raus, Digga. Ja. Geil. Du dummer Fixer, Alter. Ja, es tut mir leid, Bruder. Wirklich. Aber, ey, vielleicht, jetzt komme ich dann mal vielleicht in die Phasen, wo ich ein paar Showdowns gewinne. Ich habe lang genug auf den Sack bekommen mit FC24. Aber nicht in den Snipes, Digga, nicht so! Nee, das stimmt tatsächlich. Ich habe dann meistens recht fair verloren und einfach auch verdient. Aber ich hoffe natürlich, dass ich meinen letzten Spieler behalten darf. Und ich fange jetzt einfach mal mit einem von den zwei an, die auch bei dir auf der Liste mit dabei waren, mit Memphis Depay. Verbieten wir auslaufende Verträge, Spieler zu holen, Alter. Will ich mal sehen, was du machst! Ja, auslaufende Spielerverträge. Memphis Depay. Ja, nichts anderes, Digga. Enes Ünal, wir haben dann hier noch Youssef En-Nesyri und auch Callum Wilson mit einem Auslaufenden. Ja, ja, komm. Der Einzige, der keinen Auslaufenden hat, ist Wissam Ben Yedder. Und der hat ja auch schon mal in einem Showdown, war das bei Yedder, dir Digga. Oder bei mir, irgendwo alles zerschossen. Ja, bei mir. Ich erinnere mich gut an Ben Yedder AB. Mhm. Wer ist es denn geworden? Was denkst du denn? Boah, Bruder, gar keine Ahnung. Also Ben Yedder wäre alles wirklich geistesgestört, wenn du den holen würdest, Junge. Der ist gefühlt 80 Jahre jetzt alt. Ja. Wären wir nochmal die Vertragsboys, wir hatten En-Nesyri, wir hatten Ünal, wir hatten, hast du auch David? Nee, also Depay. Ja, Depay, stimmt, das war der und, noch doppelt. Und Callum Wilson. Ja, was soll ich sagen, Bruder? Gib ihm einfach Enes Ünal. Okay, es ist Memphis Depay geworden. Ja, komm, heißt, scheiß drauf. Darf ich behalten? Dann schauen wir mal, wie es läuft. Gehen wir zum Ende der Saison? Ja, auf jeden Fall. So Leute, wir sind angekommen, Juni 2025, am Ende der zweiten Saison, am Ende des zweiten Videos. Ist es ja auch, weil es die zweite Aufnahme ist, das wollen ja auch hier und da mal Leute wissen. Ja, was soll ich sagen, ich bin sehr frustriert auf Basis dessen, dass diese zwei Spieler, die wir im Sommer verloren haben, oder wenigstens zwei, drei Gesamtstärken, weniger andere Spieler,
echt was Krasses hätten bedeuten können oder verändern können hier in dieser Saison. Denn wir können jetzt mal drauf gucken, wir blicken auf die Liga-Tabelle. Wir halten fest, ich habe einen 72er Stürmer und einen 75er rechten Flügel und Leicester City wird immerhin am Ende des Jahres 9. 55 Punkte auf dem Konto, 2 mehr und dann wäre ich noch an den Spurs vorbei, 3 mehr an Arsenal vorbei. Bittere Pille, aber ja, wie gesagt, ich bin für die Verhältnisse, was wir hatten in der Startelf, absolut zufrieden. Ja, bei mir ist es auch ein sehr, sehr enges Ding. Ein Punkt mehr und ich wäre auf Platz 6. So stehe ich mit 60 Punkten auf Platz 7. Ein Punkt weniger, Platz 8. 3 Punkte weniger, Platz 9. Wie viele Punkte sind es denn bei dir gesamt? 55. Okay, ja gut. Da wärst du bei mir, ja, wahrscheinlich auch 9. 10. so um den Dreh. Heißt also 11 Punkte für dich, 13 gibt es für mich. Belastender Content. FA Cup. Einstiegsrunde für uns ja, glaube ich, auch hier, gell? Die dritte. Na gut, vor allem jetzt, weil wir in der ersten Liga sind. Genau, und ich bin gekommen bis in Runde 6. Okay, ich krieg nur einen Punkt, bedeutet für dich 1, 2, 3 Punkte. Natürlich steige ich da noch gegen Brentford aus, nachdem ich da vor Chelsea geschlagen habe, Alter. Also mein Glück einfach. Na gut, ich habe gegen Swansea gewonnen, dann gegen Norwich unentschieden, musste ins Wiederholungsspiel und bei Norwich dann einfach verloren. Belastender Content. Okay, dann Carabao Cup war, glaube ich, nicht erfolgreich. Ich glaube, ich bin erste Runde oder so geflogen. Schauen wir rein, Runde 2. Ja, Runde 2 gegen Charlton Athletic. Okay, ich krieg 4 Punkte, also das heißt für dich gar keine, ne? Runde 2 war die Einstiegsrunde, glaube ich. Die erste sein, genau. Für mich ging es bis ins Halbfinale, da dann 5-3 in der Gesamtwertung gegen Arsenal gescheitert. Was auch sonst. Naja, gut, Trainer des Monatspreise und ich weiß, am 1. September habe ich bereits einen bekommen. Das war der allererste noch in der Simulation. Es ist ein weiterer mit dazugekommen, insgesamt steht da bei mir eine 2. Ich habe eine 0. Okay, alles klar. Dann Statistik, bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es da dann noch aussieht. Ja, auf jeden Fall gespannt, weil du nicht alle drei gewinnen wirst. Pickford hat 7 Spiele zu 0. Was bei mir passiert ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil das hat sich aufgeteilt. Mats Hermansen hat 3x zu 0 gespielt und sogar ein Spiel mehr als Sommer, der auch nur 3x zu 0 gespielt hat. Okay, bisschen Pech für dich, aber sei es drum, die anderen beiden, glaube ich, wirst du dir schon holen, denn ich habe 8 Vorlagen anzubieten. Okay, ich habe Depay mit 12. Und Tore 23 von Son. Da gehe ich mit, auch Depay 23, also okay, Punkteteilung da bei uns. Ich rechne ganz kurz zusammen, willst du die Teams noch vergleichen oder eher nicht? Ach Bruder, wenn ich mir die Mannschaft angucke. Ja komm, machen wir mal, ich will mal sehen, was ich verpasst habe. Okay, aber dann lass uns ganz kurz einen Cut machen, ich rechne kurz zusammen und dann auf sehen jeden wir uns Fall. Gleich. Endergebnis also bedeutet 58 Punkte bei mir, 44 bei Dennis. Es waren ja schon im ersten Jahr 8 Punkte Differenz, sind nochmal 6 mit dazugekommen. Aber ich glaube, ähnlich wie es Dennis auch gesagt hat, die zwei Spieler mehr, Dybala und Chiesa waren es ja, glaube ich. Genau. Dann sieht es da vielleicht echt ganz anders aus. Aber jetzt vergleichen wir doch unsere Mannschaften. Fangen wir auf der Torhüter-Position an. Pickford 85. Sommer 80. Ja, stark. Viererkette 86, 82, 86, 82. Okay, also viel besser als bei mir. 81, 82, 83, 81. Dann Mittelfeld 84, 84, 83. Habe ich 82, 85, 86. Okay, also leicht besser bei dir, würde ich sagen. Und vorne als Son 86, Cannon 72 und McAteer 75. Ich habe Mavididi 81, Depay 84, Sakani auch 84. Hart. Hart, okay. Alter. Hart, Junge. Mein Gott, Alter. Dybala und Chiesa, Junge. Was hätten die gemacht, ey? Ich wäre wahrscheinlich wirklich international irgendwie Champions League. Keine Ahnung. Wäre nicht auf jeden Fall undenkbar gewesen. Ja. Aber gut, ich musste ins Risiko gehen. Ich habe im Endeffekt meine Quittung bezahlt. Aber gut, ich weiß nicht, Leute. Ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir ja mal künftig auch einen Showdown, wo wir komplett mal auf diese Spieler mit auslaufenden Verträgen verzichten. Dass wir auch mal wirklich komplett neue Spieler sehen. Nicht immer im zweiten Jahr dann die standardmäßigen Namen und im dritten und im vierten und so weiter. Wäre, glaube ich, auch mal was Interessantes. Kommentiert das gerne, Leute. Und ansonsten sehen wir uns am 1. wieder. Da geht der Adventskalender los. Sprint to Glory Adventskalender mit einem Showdown mit dem lieben Chris. Über 3 Saisons das Ganze. 4 weitere Showdowns gibt es noch im Kalender. Und ja, Leute, ich verabschiede mich. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst die Liebe nicht. Daumen nach oben und so weiter. Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus und die abschließenden Worte hat natürlich der Chris. Alle, die auf jeden Fall auch von mir kommen, lasst natürlich Liebe hier auf Dennis Kanal da. Ja, auf jeden Fall Liebe da lassen. Abonnieren, kommentieren für den Algorithmus und einen Daumen. Und natürlich nichts verpassen für den jetzt anstehenden Adventskalender. Dennis hat es gerade gesagt, am Freitag, am 1. Dezember geht's los. 30. Showdown, am Sonntag geht's direkt weiter mit einem noch dickeren Projekt und wir steigern uns mal für mal. Lasst Liebe da, macht's gut, es war mir eine Ehre, danke, dass ich dabei sein durfte. Haut rein, euch einen schönen Tag, bis dann, ciao, ciao.